Hallo liebe Höllenbuben und Mädchen, willkommen zurück bei einer neuen Episode von Hellboy Web of Wild. Er hat die Maschine zerstört. Es ist geschafft. Ziel abgeschlossen. Wir haben mit ein Drittel Lebensenergie. Es gab noch so eine Art Roboter-Boss, der auch in diesem Raum mit dieser Maschine gespawnt ist, aber es ist getan. Ihr seht, da ist so ein roter Streifen weniger. Also haben wir die eine Welt schon mal abgeschlossen. I did a little more research on the architect Claude Bragdon. Apparently his designs all featured geometry designed to capture and channel certain psychic energies. Something called Shakti in particular. I guess that's what's used to power the rift to the word. Thanks, Martinez. Ja, aber ich glaube, das kannte ich schon. Bin mir nicht sicher, ob noch irgendjemand was Neues zu erzählen hat. Weil die da immer so blaue Symbole über ihren Köpfen haben. Aber hier habe ich noch ein paar Artefakte gesammelt. Hier können wir auch noch mal ein bisschen quatschen. Hey, Benson. You look worried. Less worried and more concerned. Mads is a wonderful student and has so much potential. They're 2/3 of the way through collating notes for a compendium of all known magical species. It's a phenomenal achievement. But the lure of fieldwork is too powerful. And there's a tendency towards speculation rather than pure data. I think they have plans to join the BPRD before finishing it. Would that be so bad? Not for you, no. But the loss to academia would be considerable. They're gonna do what they're gonna do. You can't stop that. Yeah. My brain is spinning here. The word contains actual World War II goose-stepping Nazis. How did they stay alive so long? How many are there? How has the word been affected? I got no idea, Mads. Caught me by surprise, too. Ja. Keine Ahnung, wie die da reinkamen. Was haben wir denn da noch? Ein Buch ist, glaube ich, noch dazu gekommen. Ich bin mir nicht ganz sicher, was es bringt, das Zeug zu sammeln. Also, man kann sich es zwar ansehen, ja, aber warum sollte ich das tun? Okay. Kann ich mir noch was an Upgrades leisten? Ist alles mittlerweile zu teuer. Also ich habe festgestellt, die Wiederbelebung wird jedes Mal, wenn ich sterbe und nochmal neu reingehe, wieder aufgeladen. Ja. Wahrscheinlich wäre das so, dass ich dann hier, wenn ich mir das kaufen würde, zweimal eine Chance bekomme. Und ich kann hier noch meine Gesundheit und Zähigkeit buffen. Ansonsten alles hier ist schon gekauft. Ich guck mal gerade, was ich noch bei der Shotgun oder bei den anderen Sachen verbessern kann. Erhöht den Schaden an der Betäubungslast des Ziels. Erhöht die Distanz, um die Ziele zurückgestoßen werden. Okay. Wie sieht's beim Amulett aus? Was kriege ich da? Angriffe mit der Klinge lassen dich in Reichweite des Ziels teleportieren. Teleportreichweite erhöht. Auch nicht schlecht. Aber ich würde, glaube ich, das Upgrade für die Schrotflinte nehmen. Zack. Ja, als nächstes wird dann freigeschaltet. Schrotflinte Level 3 erhöht den Schaden. Ja, geht halt immer so weiter. Erhöht den Schaden an der Gesundheit des Ziels. Ach so. Okay. Gut, hier wären wir fertig. Also gehen wir in eine andere Welt. Ja, es wird zum Mal schwieriger, aber irgendwie habe ich es hinbekommen. Mal sehen, wie das jetzt hier wird. Ich habe es auch irgendwie eingestellt bekommen, dass Hellboys Animation ist ein bisschen flüssiger laufen. Da gibt es extra eine Option für. Keine Ahnung, warum das nicht Standard ist. Aber vielleicht mögen es manche, wenn das eher so ein bisschen, ja, selber sich eher in 30 Frames bewegt, aber jetzt ist die Animation wesentlich flüssiger. Ihr seht das halt auch, wenn ich mich umdrehe und so. Das sieht alles schon, oder wenn er läuft alleine. Macht schon. Sieht schon besser aus. You removed some of the ugliness. Perhaps Scheherazade's masters are not so eternal. And yet I don't see you standing up to them. Hmm.
You're going to bore me if you keep talking like that. So, hier können wir uns Segen von Ud aussuchen. Genau, das habe ich mir jetzt auch schon gemerkt, dieser Faden, ne? Oder dieser Garn. Das Icon, da kann ich mir entweder aussuchen, Zähigkeit zu erhöhen oder TP. Immer die Zähigkeit. Und wie ihr seht, Zähigkeit lädt sich automatisch auf. Aber anscheinend nur zur Hälfte erstmal. Wäre doch was. Ah, hier. One more for Mads. One more for Mads. Okay, let's go. Bam. Au. Warum kann ich dich blocken? Bam. Ja, läuft doch. That's all, folks. Alright. Da liegt noch etwas Faden rum. Oder ein paar Fäden. Hier kann ich hochklettern, oder? Ja. Auch ganz wichtig, immer die Schrotflinte nachladen. Ich hatte es immer wieder vergessen, nach den Kämpfen die Munition nachzuladen, aber vergesse ich es nicht. Der die gerade gebufft. War das schon mal zu klump? Manchmal ist das Ausweichen nicht so easy, weil es ist halt so, dass die Schläge in verschiedene Richtungen gehen und das heißt, ich muss dann vorher sehen, wohin schlägt der Gegner. Aber ich glaube, langsam bekomme ich es hin. Ich habe vorher immer nur so sinnlos auf die Gegner draufgeprügelt, aber nee, da ist schon ein gewisses System dahinter, was die Kämpfe angeht. Und das Augen, die mich angucken? Das fällt mir jetzt auf. Okay, es ist schon keine creepy. Aber okay. Ah, hier kann ich mir Lebensenergie holen. Ach, guck mal, da ist schon einer. Autsch. Bäm, so ein Schlag von oben. Geil, hab ich noch nie hingekriegt. Alter, richtig weggesnackt. Was ist der andere denn jetzt? Nur noch die Handlanger hier, oder was? Da ist doch noch... Wo ist er denn? Den nicht. Hä? Ist er? Ich komme sonst nicht hier raus, wenn er nicht auftaucht. Will er den Bereich nicht nochmal laden müssen? Da ist er. So, auf die Schnauze jetzt. Enough. Okay, es kommen noch ein paar.
Na, großer. Autsch. Okay, das war dumm. So, da kommt mir jetzt ja gerade recht, dass ich hier noch Lebensenergie tanken kann. Mal Munition noch laden. So. That'll keep me around a little longer. Hier liegen noch Fäden rum, offenweise. Da noch, die Säule. So, da ist wieder so ein großer. So, da ist es sinnvoll, nach hinten auszuweichen. Okay. Sieht hier aus, als könnte man durch. Ah! Kann es zerstören, aber. Nee, hier geht's nicht durch. Hätte ja sein können. Wolfi! Oh, er ist clever. Manchmal ist die Kamera auch so ein bisschen zu nah dran an den Gegnern, habe ich das Gefühl. Autsch. Falsche Richtung ausgewichen. Wir haben ihn. Ja, so viel Lebensenergie habe ich gar nicht verloren. Geht bisher. Aber es ist ja erst der erste Abschnitt. Es kommen ja noch zwei weitere. Okay, ich gehe erstmal hier lang. Hier brauche ich einen Schlüssel, ich habe aber keinen. Aber er liegt direkt dort, na, passend. The hold over this. Hope so. Could a protagonist alter the plot? Is that possible? Okay, sag was anderes. Ich hab gedacht, die wiederholt sich. Ups, jetzt habe ich den Dialog übersprungen. So, was kriegen wir hier? Betroffene Feinde kleben für kurze Zeit an Ort und Stelle fest. Machen wir auf die Faust. Das hatte ich schon mal auf der Faust, das war sehr, sehr hilfreich. Als ich den Gegner dann gebrochen habe, war auch noch gestunt, dann konnte ich nochmal ordentlich Schläge verteilen. So. Ein paar Fäden. Da habe ich jetzt 213, ne? Das reicht leider nicht für ein Upgrade. Hm. Dann hätte ich gesagt, geht's hier lang. Schnelleres Nachladen für die Schrotflinte wäre eher ein Upgrade, was ich bevorzugen würde, weil das Nachladen der Waffe in den Kämpfen, das lohnt sich fast gar nicht, weil die Gegner sind alle zu schnell. Bis ich dann mal nachgeladen habe, sind die schon bei mir und hauen mir die Hucke. Hauen mir die Hucke voll, deswegen, ja, ich glaube, so ein Upgrade, schnelleres Nachladen für die Waffen oder so, wäre schon ganz geil. Aber Betäubung und Lebensenergieabzug nehme ich auch. Aber das wäre wiederum, wie gesagt, ein Upgrade, was ich implementieren würde im Spiel. Weil so muss ich außerhalb von Kämpfen nachladen und innerhalb von Kämpfen geht das schon. Aber da muss ich halt echt guten Abstand zum Gegner halt haben, weil manche laufen schon etwas schneller. Und bis ich dann nachgeladen habe, sind die da und hitten mich schon. Guessing this place doesn't sell postcards.
Die Eingaben sind schon ziemlich direkt, aber es ist manchmal auch schwierig, so ein bisschen die Attacken der Gegner einzuschätzen. The more powerful the protagonist, the more entertaining the tale. TP haben wir erhöht, ne? Oder Zähigkeit, okay. Erhöhen wir die Zähigkeit noch weiter. Somit habe ich 4 Zähigkeitspunkte. Das ist schon sehr gut. Richtig weggesnackt. Das wäre zum Beispiel perfekt ausgewichen. Ich meine, es ist etwas vergleichbar mit Dark Souls. Oder mit den Souls spielen, weil wenn man weiß, welches Angriffspattern der Gegner hat, ist es auch etwas einfacher, dem Ganzen auszuweichen oder zu parieren. Das Timing der Paraden ist manchmal nicht so easy, finde ich, weil manche haben dann, die holen halt aus, ne, und schlagen zu und die brauchen dann irgendwie gefühlt ewig, bis der Schlag landet und dann weiß ich halt nie ganz genau, wann soll ich die Faust hochnehmen, weil Hellboy hätte ich schon etwas... Also hätte ich schon etwas länger oben. Das Problem in der ganzen Geschichte ist halt einfach, wenn er die oben hält, kann ich den Schlag halt nicht mehr reflektieren. Das heißt, das Timing muss exakt stimmen. Das ist sowas, könnte ich nehmen, aber weil jetzt noch so Kämpfe, das mägelt man halt meine Lebensenergie komplett aus. Das kann ich halt machen, wenn ich Punkte farmen will oder so, aber... Sehe ich das nicht. Hier brauchen wir einen Schlüssel. Schlüssel habe ich aber noch nicht. Hier zu kämpfen und den Gegner runterzustoßen und nochmal von oben drauf zu smacken. Das ist schon geil. Bam. So zum Beispiel. Das war ein perfekter Block. Jetzt ist er gefreezed. Guck mal, da hat er Angst. So, jetzt habe ich ihn an die Wand geboxt. Was war denn das? Weiß ich zum Beispiel auch nicht, was das für eine Attacke sein soll. Oh, ich kann ihn fast finishen. Jetzt. Das war's noch nicht. Wolfi noch. Guck mal, er kämpft gar nicht selber. Er lässt aber nur seinen Lakaien auf mich zuprügeln. Aber er ist ja mein Hauptziel. Ich lasse mich von den kleinen Gegnern noch nicht ablenken hier. Oh, shit. Er schafft. Das war eine etwas härtere Area. Aber hier brauche ich einen Schlüssel, um das Tor zu öffnen, aber ich habe keinen. Das heißt, ich muss mich nochmal weiter umgucken. Er muss ja aber auch hier irgendwie sein. Ich habe ja... Großteil des Areals... Oh, oh, das ist schlecht. Ah, jetzt erscheinen nämlich so Wanderminen.
nicht gut. Besser Schlüssel hier oder im anderen Bereich. Richtig hart gesmackt. Das ist halt eine ultimative Attacke. Das ist halt manchmal echt fies, der auszuweichen. Ja, geil. Guck mal, was der mir jetzt an der Lebenslinie schon abgezogen hat. 3 Punkte. Das ist so frech. Ja, da muss man halt sich einen Ticken weiter zurückziehen. Hier liegen leider keine Fäden mehr. Ich hoffe mal, ich finde wieder so ein... Ah, der Schlüssel könnte hier sein. Ah ne, das ist wieder so ein... Hier kannst du... Ah doch, da ist der Schlüssel. Okay, alles klar. Oh, ich habe vergessen nachzuladen. Schnell, schnell, schnell. Gut. So, dann hol ich mir mal die Fäden. Ich den jetzt anvisiert. Hatte den anderen doch hier. Bin zurückgewichen, er trifft mich trotzdem. Ey, jetzt kommt der andere noch dazu. Alter, ist es frech. Da ging 2 auf einmal. Warum nicht? Ich brauche mal ein bisschen Zähigkeit. Der ist neu. Schützt sich. Alter, keine Lebensenergie noch. What do we have here? Nice. Nice. Ich wünschte, ich würde diesen Obelisk finden, wo ich mir ein bisschen Lebensenergie zurückholen kann, weil das wäre jetzt genau das, was ich bräuchte. Und ich habe sogar genug, um es mir zu leisten. War ich hier schon? Ah ja. Hier ist was. Yeah. You think you have achieved something of note? Time will show whether your efforts can truly redirect this river's flow. Or whether you are just a pebble forming ripples. Thanks for the pep talk. And the crappy metaphor. Mit dem Amulett Abklingzeit. Hier kann ich mir noch was kaufen. Es kostet mich 200. Ja, komm. Nehme. Ich kann nicht mal sehen, was das ist. Someone in the library should tell me more. Überlieferung. Wenn das wenigstens irgendwas bringen würde, aber ich kann nicht mal hundertprozentig sagen, ob es was bringt. Weil ich kriege weder neue Verbesserungen für Hellboy noch sonst irgendwas. Also irgendwas, was mir hier hilft, im Y zu überleben. Boah, jetzt sind da die Minen unterwegs. Ja, okay, ich gehe den Umweg. Ich habe ja den Schlüssel. Ich muss ja einfach nur zur Tür. Die ist da hinten. Glaube ich. Sieht aus, als könnte man durch, aber kann man nicht. Das ist so komisch. Okay, nee, muss ich durch das Minenfeld jetzt auch noch? Come on. Was ist hier denn? Oder war das hier? Nee. Ah, nee, hier laufe ich gerade zurück.
Ja, ich muss ja zum... Da eigentlich hin, wo der blaue Strahl ist, ne? Also man sieht es eigentlich schon von Weitem. Ja gut, durch die ganzen Bäume ist es schwierig erkennbar. Ach ja, warte, hä? Warum gibt es in Roguelikes keine Karte? Also hier in Hellboy wäre es halt echt nicht mal so schlecht gewesen. Zumindest wenn man weiß, okay, die Räume habe ich besucht. Dass ich jetzt den quasi freigeschaltet habe, dass ich so sehen kann, wo ich bin. Ich kann zwar hier runterspringen, aber ich komme nicht wieder hoch. Boah, jetzt muss ich komplett außen rum laufen. Okay, ich mache hier mal kurz einen Break und komme dann gleich wieder zurück, wenn ich am... an der Tafel bin, wo ich den Schlüssel einsetzen muss, ne? Bis gleich. So, da ist es. Musst du nicht durch das... Musst du nicht durch das, Minenfeld oder so. So, jetzt müssen wir halt nur noch den Boss besiegen. Dann sind wir im dritten Bereich. Meine Zornfaust bewahre ich mir noch auf für ihn hier. Und einen Schuss habe ich auch noch. Jawohl, ja. Alle erledigt. So, hier kann ich mir jetzt was kaufen. Ich habe 328 zusammen. Da werde ich mir doch mal prompt Lebensenergie gönnen. Wenn ich es schaffe, sonst den Boss wahrscheinlich nicht. Also, ja, ich könnte ihn schaffen. Ist nicht gesagt, dass ich es nicht kann, schaffe, aber einfach, um auf Nummer sicher zu gehen. Ups. Einfach, um Nummer sicher zu gehen, dass ich ihn schaffe. Volle Lebensenergie wieder. Ja, mehr kann ich mir nicht leisten, mehr, als ich nicht mehr habe. Da hinten ist auch schon die Boss-Tür. Also sind wir gleich da. Wahrscheinlich noch einen Raum und dann haben wir es. Bäm, direkt gegen die Wand geklatscht. Autsch. Griff. Jawohl. Das war knapp. Werfen. Jawohl. Er ist betäubt, deswegen aufs Maul. Das war gut. Jetzt haben wir hier zwei Räume. Einmal den. Wir gehen hier lang. Bei beiden kann ich mir noch einen Segen abholen. Shall we alter the stakes or the rhythm of the tale? Faust kann ich upgraden, weil es ist das gleiche Hub. Ihr Faust. Ja? Nee. Betroffene Feinde kleben für kurze Zeit an Ort und Stelle. Betroffene Feinde erleiden mehr Schaden durch Umgebungselemente. Ah, das nehmen wir auf das Amulett. Gut, ja. Kein Schlüssel. Keine Feen. Gleich in dem anderen Raum. Ich meine, ich muss da ja eh durch. Die ganze Zeit dieses Summen, hört ihr das ja auch, ne?
Hier sind die Fäden, die machen nämlich so Geräusche. Da ist der Schlüssel. Na, geht doch. You have wrought this change? I can feel it, a change in the pattern, in the weft and weave. Perhaps this age is coming to an end. Is that a good thing? I'm going to assume that's a good thing. Okay, jetzt bekommen wir wieder eine Aura von Skulls. Wird die Menge der Währung oder Heilgegenstände? Ich nehme Heilgegenstände. Weil ich hab's lieber, Heilung zu bekommen mittlerweile, statt Währung. Ups. I'll keep you for later. Wieso für later? Nutzen den jetzt. Wir sind zwar schon bei 31 Minuten, aber wir sind auch kurz vom Bosskampf. Deswegen machen wir es so, ich hole jetzt noch den Inhalt aus dem Raum hier. Und dann machen wir noch den Boss und dann sind wir eh im dritten Bereich. Und dann beenden wir dann die Folge. Dann machen wir den dritten Bereich das nächste Mal. Hoffentlich schaffe ich ihn. First Try wäre schon geil. Also ich habe jetzt ohne Scheiß für die erste Welt. Ja, ich will grob sagen eine Stunde gebraucht. Also, ja, circa eine Stunde. Es war, glaube ich, easy mehr, aber ich weiß nicht, Stunde 5 oder irgendwas. Weil bei mir ist es jetzt gerade, als wo ich das jetzt hier aufnehme, ist es 17.32 Uhr und ich glaube, halb hatte ich angefangen. Halb 5. Munition ist geladen, let's go. Bam. Autsch. Okay, zweite Phase. Oh shit. Das ist halt richtig geil. Du musst den Boss schaffen und dann noch den dritten Bereich. Alter. Wirf doch. Jawohl. Jawohl. Oh nö, das war's noch nicht. Oh, okay. Da ist noch ein Gegner gespawnt und dann war er weg. Okay, zwei Lebenspunkte habe ich verloren. Ja, komm, das lässt sich aushalten. Solange ich meine Wiederbelebung nicht verbraucht habe, ist alles okay. Also, wenn die verbraucht wäre, dann würde ich auch sagen, ja, dritten Bereich schaffen, ja, das wird eher nix. Ich weiß ja noch, wie knackig das in der ersten Welt war und es wird ja von Welt zu Welt immer schwieriger. Vor allem da immer mehr Monster oder beziehungsweise Gegner kommen und auch vor allem mehr von den Großen ihrer fetten HP-Leiste, die dann runter zu prügeln. Weil wir nehmen ja nicht mehr an Stärke zu, was wir rauskloppen an Schaden. Wenn nur unsere Gadgets und unsere Waffen verbessern, das geht. Oder halt Lebensenergie und Zähigkeit, aber die Power, die Hellboy aus seinen Fäusten rausprügelt, das geht nicht mehr zu verbessern. Zumindest aktuell ist das nicht der Fall. Vielleicht kommt das dann auch, aber ich glaube nicht. Verdorrene Wälder. So, dann holen wir uns noch das Upgrade hier und dann sind wir auch fertig. No protagonist should be so lackluster. Let us change that. Let us change that.
Zähigkeit weiter erhöhen. Nicht gut. Die Zähigkeit lässt mich hier auf jeden Fall hoffentlich durchkommen. Gut, Freunde. Aber dann war's das erstmal von dieser Folge von Hellboy Web of Wild. Ich hoffe, es macht euch weiterhin noch viel Spaß. Und falls es das tut, lasst mich das gerne wissen in den Kommentaren oder mit einem Däumchen nach oben. Und falls ihr noch mehr Hellboy sehen wollt, dann schaltet doch wieder in der nächsten Folge ein und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Dann bleibt ihr immer auf dem Laufenden. Also, macht's gut, bis zum nächsten Mal bei Hellboy.